Dies ist der Mauticast. Alles über Open-Source-Marketing-Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Ecki Gümbel. Hallo liebe Mautic-Welt, willkommen zurück beim Mauticast. Wir sind in der Folge 9. Wir sprechen nachher im Interview mit meinem Kollegen Florian Wessels über eine richtig gute CMS-Integration für Mautic. Wir sprechen auch ausführlich über den Sprint, der jetzt zum Aufnahmezeitpunkt in der kommenden Woche stattfindet, nämlich am 6. und 7. April. Und wo wir uns nach wie vor über Teilnehmer aus aller Welt freuen. Das Ganze ist remote, ist über alle Zeitzonen verteilt und ist eine super Erfahrung, egal ob ihr Coder seid oder andere Interessierte im Marketing, Dokumentation, whatever. Also hört euch den Teil an und seid gerne dabei beim Sprint in der kommenden Woche. Ja, und von mir auch hallo. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, bevor wir dahin kommen, erstmal hallo Thomas. Ja, Mensch Eckart, hi. Ich habe tatsächlich was, und zwar ist jetzt die 2.16.1 released und ab jetzt geht dann alle Energie in die Version 3, vor allen Dingen mit dem Fokus auf das Thema Upgrade und Migration, was natürlich für uns alle, die Mautic irgendwo im Einsatz haben, ein ganz wichtiges Thema ist. Genau, die letzten Meter der Stabilität von einem Mautic-Produkt sind tatsächlich jetzt gerade so unter unseren Füßen. Stabilität des Produktes ist das eine. Robuster, solider, einfacher Upgrade-Prozess gehört aber auch dazu. Deswegen finde ich es auch super, dass das Team sich jetzt dafür auch noch die Energie und die Zeit aufgehoben hat. Ja, definitiv. Jo, und beim besagten Sprint, wer weiß, vielleicht schaffen wir da auch noch ein paar Meter auf dieser Zielgeraden oder unter der Zielgeraden oder was auch immer. Gut, ja, schauen wir uns ein bisschen was Fachliches an. Ich wollte heute ein paar Worte verlieren über das Thema berechnete Werte beim Absenden von Formularen. Das klingt erstmal sehr hölzern. Ich erkläre es am besten mal durch das Problem, auf das wir auf das Thema gekommen sind. Also man muss dazu sagen, es ist kein neues Thema und es gibt viele Probleme, die man in diesem Dunstkreis lösen kann. Aber an einem Beispiel kann man es vielleicht am besten klar machen. Und zwar geht es um das Thema Marketing Opt-in. Ich weiß, Opt-in ist ein Thema für sich. Hier geht es aber ausschließlich darum, das erteilte Opt-in auch gut zu dokumentieren. Wir wollen also am Benutzer dokumentieren, dass er das erteilt hat und wann er das erteilt hat. Oder anders formuliert, wir wollen am Benutzer speichern Datum und Uhrzeit des Marketing Opt-in und meinetwegen auch den Ort des Marketing Opt-in. Mhm. So, und wie kriege ich das hin? Das ist mit Bordmitteln mal gar nicht so einfach. Anderes Beispiel, ich habe ein Formular, das ich an verschiedenen Stellen einsetze. Also das Formular heißt, gib mir deine Daten, gib mir dein Opt-in und ich schicke dir vielleicht ein White Paper. Mhm. Und wenn ich drei verschiedene White Papers habe, die ich verschicken will, kann ich entweder drei verschiedene Formulare bauen, auf drei verschiedene Landingpages. Ja. Oder aber ich verwende dasselbe Formular an verschiedenen Orten und merke mir oder schaue in der Kampagne später, wo wurde dieses Formular ausgefüllt und sende auf dieser Basis dann das richtige White Paper. Ja. Mhm. Oder viele andere Anwendungsfälle auch. Aber die Idee ist halt, ich merke mir einen Zustand, der Benutzer gibt das nicht ein oder hat kein Dropdown oder so, wo er das White Paper selektiert, sondern ich merke mir, wo er es gemacht hat. Und das ist im Prinzip die gleiche Herausforderung wie bei dem Opt-in auch. Es gibt weitere vergleichbare Dinge. Ich möchte mir vielleicht den Referrer merken oder andere Umgebungszustände. Und der Weg ist immer derselbe, wie ich sowas lösen kann. Nämlich, ich verwende JavaScript und zaubere damit ein bisschen. Und etwas genauer, ich arbeite mit einem Custom Field im Kontext, wo ich mir diesen Wert merken kann, mhm. egal ob das temporär ist oder dauerhaft persistiert werden soll. Ich schaffe also zum Beispiel ein Custom Field, was heißt Marketing Opt-in Datum. Mhm. So, dann in dem Formular lege ich ein neues Feld an, das heißt Marketing Opt-in Datum. Und ist vom Typ Hidden, also ein verstecktes Feld, was der Benutzer gar nicht sieht. Und das wird dann halt gemappt auf dieses Custom Field. Also ich mappe ein Formularfeld auf ein Custom Field oder auf ein Kontaktfeld. Das mache ich natürlich ganz oft. In diesem Fall ist das ein verstecktes. Mhm. Und jetzt kommt die große Magie.
Ich habe noch ein weiteres Formularfeld vom Typ HTML oder HTML Area, besser gesagt. Da werfe ich jetzt ein bisschen JavaScript rein. Dieses JavaScript kann halt bestimmte Werte aus der Umgebung ziehen, kann also schauen, welches Datum haben wir gerade, auf welcher URL befinde ich mich gerade oder auf welchem Hostnamen, welchen Referrer, welchen Browser, was weiß ich. Und diesen Wert kann er nicht nur berechnen, sondern kann es auch gleich pumpen in das versteckte Formularfeld. Ah, ja. Also JavaScript findet es raus, schickt es zum versteckten Formularfeld. Das versteckte Formularfeld ist gemappt auf das Custom Field im Kontakt. Mhm. Und damit habe ich beim Absenden des Formulars dann genau die richtige Information im Kontakt drin und kann das weiter auswerten. Ja, sehr schlau. Ist es nicht ganz ohne. Es also fühlt sich ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge an. Das geht sicherlich auch eleganter, wenn man Mautic erweitert. Aber mit den Bordmitteln ist das der Weg, den man gehen möchte und hilft tierisch weiter. Man kann also ganz wichtige Probleme damit wirklich erschlagen. Ja. Und aus dem Grund haben wir auch dazu wieder einen Knowledge Base Artikel und verlinken den gerne in den Shownotes. Cool. Gut, man muss dazu sagen, dieses Thema berechnete Felder, man könnte auch sagen dynamische Felder, aber ich glaube berechnete ist in diesem Fall ein bisschen treffender. Das Problem hat man dann auch, wenn wir mal eine normale Landingpage nehmen, da kann man natürlich mit Standard Mitteln oder es ist völlig normal, dass man da auch JavaScript platziert, um irgendwas zu tun. In E-Mails gibt es eine Lösung für das Problem. Da kann man nämlich das sogenannte Advanced Templates Bundle installieren als Mautic-Erweiterung. Verlinke ich auch gerne von Logicify. Logicify? Keine Ahnung. Link in den Shownotes und dann hat man halt so Tweak-Möglichkeiten für die Techniker unter uns in E-Mails, was sehr mächtig ist und eine Menge Probleme löst. Und dann gibt es einen weiteren Platz, wo man es gerne hätte. Und da gibt es noch keine Lösung, soweit ich weiß. Vielleicht hat jemand eine Lösung für mich. Und zwar, wenn ich in Kampagnen, also in Kampagnenaktionen, Felder mit dynamischen Werten füllen möchte, sei es nur, ich möchte zum Beispiel in ein Kontaktfeld das heutige Datum reinschreiben. Mhm. Oder ich möchte irgendwas berechnen oder whatever. Da sehe ich keinen Weg, das mit Bordmittel zu machen. Das wäre also für mich ein klares Wishlist-Item und damit auch unser Wishlist-Item of the Week. Kalkulierte Werte in Kampagnen-Schritten. Ja, cool. Mhm. Auch da vielleicht ein Beispiel für. Wir hatten eben das Marketing-Opt-in, was mir erteilt ist in dem Moment, wo das Formular abgeschickt wird. Das E-Mail-Double-Opt-in ist aber ein anderes Thema. Das ist ja im Prinzip erst dann erfolgreich, wenn die E-Mail bestätigt wurde, also mindestens gelesen wurde oder idealerweise auch angeklickt wurde. Das werte ich aus, zum Beispiel über eine Kampagne, die auf das Besuchen einer Zielseite überprüft. Und diese Kampagne würde dann sagen, okay, jetzt heute, Dienstagnachmittag, hat er diese Danke-Seite gesehen, hat also offensichtlich die E-Mail bestätigt. Mhm. Und das Datum muss also jetzt sein. Er hat jetzt die E-Mail bestätigt. Nicht gestern, als wir das geschickt haben, oder nicht vorgestern, als er, was weiß ich, das erste Mal auf der Seite war, sondern jetzt. So, und ich habe also keinen Kampagnenschritt, wo ich sagen kann, okay, Update Contact Field mit Wert von Klammer auf Now oder sowas. Wenn ich Now reinschreibe, das kann ich zwar tun, aber dann rechnet er das um in das Datum von jetzt und wird immer für alle Ewigkeit jedem das Datum von jetzt, also Dienstagnachmittag reinschreiben. Selbst mit morgen oder übermorgen wird er immer noch Dienstagnachmittag reinschreiben. So, das ist vielleicht, klingt ein bisschen langweilig, ist aber ein ernsthaftes Problem. Deswegen Wishlist-Item kommt ins Forum und wird auch verlinkt. Super. So, dann würde ich sagen, machen wir den fliegenden Wechsel zum Sprint. Mhm. Denn da geht es auch um Features in der Zukunft. Natürlich um Produktentwicklung in der Gegenwart, Produktstrategie in der Zukunft, aber auch um einzelne Features und um viele andere Sachen im Bereich Marketing, Education und Community auch. Konkret treffen sich einfach alle Teams oder die vier aktiven Teams minus Financial eben. Ja.
treffen sich online. Das war mal vorgesehen für das wunderschöne Belgien. Jetzt sind wir im wunderschönen Internet. sind Montag und Dienstag dort unterwegs. Mehr oder weniger rund um die Tour. Gott, oh Gott. Mehr oder weniger rund um die Uhr. Denn wir haben tatsächlich Teilnehmer aus allen Zeitzonen. Nein, nicht aus allen, aber rund um den Globus. Mhm. Das heißt, wir haben Punkte, wo wir uns auch mal persönlich treffen, über einen Videocall und Dinge diskutieren können. Und ansonsten haben wir halt dann einen Backlog und eine asynchrone Diskussion im Slack und so weiter, um uns zu koordinieren innerhalb dieses Sprints. Das ist ja, ja, also das ist ja wirklich der perfekte Zeitpunkt jetzt, wenn man sich dafür interessiert, damit einzusteigen. Ich vermute mal, du erzählst noch ein bisschen, wo es Infos dazu gibt. Ja, den Link hat mir ja schon mal gepostet, der ist unverändert, okay. Lediglich der Inhalt dieses Links, des Blogposts und der darin enthaltenen Verlinkungen hat sich weiterentwickelt. Der große Punkt ist jetzt natürlich, die Barriere, da einzusteigen, ist natürlich extrem niedrig jetzt. Ich muss nicht mehr im Flugzeug steigen und irgendwo hinfliegen aus Afrika oder Japan oder so, oder auch nur aus Deutschland mit der Bahn hinfahren. Okay. Sondern ich kann einfach remote mitmachen. Und ich kann mir vorher überlegen, okay, ich bin der absolute Marketing-Junkie, deswegen will ich selbstverständlich ins Marketing-Team oder beim Marketing-Team mitmachen. Ich muss ja nicht gleich eine Beitrittserklärung unterschreiben. Ja. Ich kann aber auch mir das erstmal anschauen und hier ein bisschen schnuppern und da ein bisschen schnuppern und auch die Leute mir in den Videocalls angucken und schauen, was so abgeht. Und erste Gehversuche machen und wenn es nichts für mich ist, dann wechsle ich halt in den Raum oder wechsle ich das Team und mache da ein paar Gehversuche und keiner ist mir böse. Ja, genau. Das ist natürlich eine sehr, sehr charmante Geschichte. Dieses Thema Vorabinformationen hattest du ja schon angesprochen, Thomas. Die wichtigste Vorabinformation ist, wo sind die Checkpoints, wo geht es los? Was natürlich auch zeitlich versetzt ist für unsere Nordamerikaner oder auch Südamerikaner, werden wir nicht warten, bis die auch wach sind, okay. Sondern wir werden wahrscheinlich im europäischen Morgen starten und die Asiaten werden vorher schon einfach offline Dinge beackern und dann gemeinsam guten Morgen sagen. Okay, super. Oder Sayonara. Whatever. Ja, ich freue mich sehr drauf. Wir waren sehr gespannt, obwohl Leute überhaupt jetzt gerade die Luft haben, mitzumachen oder alle unter Wasser sind mit Themen. Aber es ist eine bunte Vielfalt an Leuten da und ich würde mich freuen, wenn noch mehr Leute aus Deutschland auch dabei sind. Deutschland ist ja normalerweise recht stark vertreten. Also, ja, auf geht's. Schaut euch das an. Ich packe den Link erneut in die Shownotes und ja, ihr seid herzlich willkommen. Super. Genau. So, dann... Ich glaube, wir können gerne gleich noch ein bisschen mehr über Community sprechen im Thema im Bereich Coming Up, aber erstmal wechseln wir jetzt das Metier und kommen zum Thema perfekte CMS-Integration für Mautic. Mhm. Und weil ich zufällig eine sehr, sehr gute CMS-Integration kenne, die mein Kollege Florian Wessels gemacht hat für Typo 3, habe ich ihn gebeten, mit mir ein paar Worte darüber zu verlieren. Und hier kommt das. Yeah, there we go. Today's a little bit special and different than the other times because I invited Florian to talk to us about Typo 3 CMS integration with Mautic. And Florian is actually a colleague of mine. Welcome, Florian. Hi, Eckhard. Hi. Let's start with your person, first of all. I know you much better than I know all my interview guests before. But maybe not everybody else does. So tell us about your background and your role with Leuchtfeuer. I'm a software developer for PHP, especially in Symfony the integration in Typo 3 or Mautic, so open source projects. And I'm the hardcore guy. You know, I do all the core stuff, and which is deep inside. That's what I do here. Yeah, okay. I guess Florian is hiding a lot of what he's doing. He's also coaching the dev team. Yeah, that's the soft skills. Well, okay, it's a combination. Yeah, never mind. So you've been doing
open source stuff for all of your developer life. Yeah. What's the best part of that for you? Oh, that's a tough question, but it's a community. You know, you can interact with them. You have people all over the world where you can ask questions, and you can participate in events. You can even organize that, and yeah, that's what I love the most. Yeah, can you give an example of what you did this year? I was on a snowboard tour in Whistler with yeah, a few type of three guys or nerds from all over the world, and it was yeah, fantastic, awesome. That's Whistler, Canada, right? Yeah, Canada. Yeah. Oh, I'm jealous. Okay, so as an original Type 3 guy and a Symfony developer, how hard was it for you to get into Mautic? It was not that tough. The architecture is what I was expanding. The documentation is good for developers. It's very, very good. So the guy which tells you how to write custom plugins is good. It's a good starting point, and then it was not that tough to find all the files and the automation which the code works. Yeah, and fill the gaps, obviously. Yeah. Yeah. Okay. There's of course a lot of try and error, but it's not that many of that. Yeah. Okay. You've been doing some customer extension or plugins for Mautic, but also some public stuff. What are the most famous ones? Yeah, I would say the most famous one is the Trigger Dialog plugin for Deutsche Post, where you can send postcards or letters from. And then there is another one, the Authero plugin, which allows you to log in by using your Authero account to a Mautic instance. Even multiple instances. Yeah, for those who don't know that, if you just have a single instance, then you just log in with user and password. But if you have multiple, maybe tens or 100, like we have in the Type 3 world, then you don't want that. You want a single sign-on. And the most professional, most convenient one we all know is Auth0. And that lets you have a single authentication. So you log in once a day and then can get into all your instances. And so it's super convenient. And moreover, you don't have to create the users on every single instance. And even more importantly, you don't have to delete them when a user is leaving the company or whatever. It's not like you have to delete them at 100 points. And a user can change his password at one point because he won't do it or she won't do it in 100 points. So that's important. Yeah, okay, so that's a sidetrack. Let's get back. So that's Trigger Dialog, Authero, and others. And then there's, of course, the Type 3 integration with a little difference that in that case, or in the case of a CMS, just like other systems, like shop systems or so, the integration works the other way around. The CMS uses the Mautic API, not vice versa, right? That's right. Mm. So yeah, let's take a closer look there. In that scenario, first thing is of course that the standard components like a form or other things are reflected in some sort of plugin, right? The normal way or the very basic way to integrate Mautic with any website is to take the JavaScript or even the HTML and throw it into the remote system manually. So let's start from there. What can a plugin do for us? The most powerful point is that editors don't have to take care about how to implement the JavaScript, which links to Mautic. He can check a box in the backend, and then Type 3 will do the fancy stuff for him and implement the JavaScript by its own. So that's very, very easy. And there is a GUI for everything. So he can choose from forms he created in Mautic or someone else created in Mautic, or even he can create new forms by using a second Type 3 plugin or extension, it is called the Forms extension, which is delivered by the Type 3 core, and use this GUI to create Mautic forms and send all the data to Mautic, but not even to Mautic. He can do more with the data.
For example, when he creates a newsletter sign-up form, he can use his data for maybe MailChimp or another integration, or maybe Mautic 2. That was not a good example. But when he creates a registration formular for a form for where users can register for maybe an internal area of the website, he can create the user and send the data to Mautic so that Mautic knows there is a user and the user has signed up for the internal area of the website. And Let's back up a little bit. Yeah. Because I think we already went to the second step here. First is that we encapsulate all the standard features that Mautic brings in a nice UI. So I can add the mod, I can create the form on the Mautic side and throw it into the CMS via UI. That's one way, yeah. Yeah. So the user don't has to mess with HTML, and he or she doesn't even have to have the rights to do that, because that's an issue in some places. Yeah. To begin with. And the same is true for the tracking and for dynamic content and etc. And then there are ways to keep the user even more inside its own system. So no longer does someone have to create a form in the Mautic UI and understand the Mautic thinking. They can now use the Type 3 form framework, create their regular forms, and just hook it up to Mautic, don't leave the system at all. So that's all done via the API then, obviously. Yeah, that's the API calls, yeah. Yeah, okay. Cool. That's definitely nice. Is there other things beyond standard feature set? Yeah, we have the possibility to link assets, for example, we can synchronize the language of the user. So when he visits our website in the German language, we can tell Mautic he now has the German language and will receive all the mails in German. Or when he uses the English website, we can say, okay, he's using the English site, so maybe we will send him the English newsletters. Yeah, and that's not only about mail, it's also about dynamic content, focus item, and all that. When the user switches language on one end, then the Mautic site gets informed about that, right? Yeah. And then there's our famous targeting, which is something we talked about before. It basically duplicates what dynamic web content does in Mautic, but it is, frankly, way better than that, because it uses regular Type 3 mechanisms, and so that means it is cacheable, it can do many other things. It is not based on JavaScript, but it is just regular Type 3 content. It is completely normal to the editor, and it is even more powerful, so you can easily say, okay, this is for unknown users, and this is for these groups, etc. And we can map multiple segments into a single persona, and so on. So, yeah, and you don't need a single line of CSS, because it will look out of the box like the website looks like. So, yeah, it just is regular. It is CMS content. Yeah. So I love that a lot, and I think we had a nice example a couple of weeks ago, how to use this feature for really dynamic web content based on previous behavior of users. So think of a returning user who abandoned some sort of process. You can then pick him or her up where they left in a really seamless way and good-looking way. And you can expand all that beyond just a snippet of content. You can modify entire pages, page trees, layout, colors, whatever you like, based on the segments in the end. Yeah, powerful stuff, and it's all done through the API, as you said.
Yeah, except the tagging. So the tagging is implementing in JavaScript, but the other stuff is API. But I was referring to the targeting. That's all the API stuff. Yeah. Okie doke. So beyond the fact that this is obviously an ongoing effort, how much effort would you think was it to create all that? Yeah, it was a lot of effort, especially in the beginning when we had to get to know the APIs and figure out how to use that and how we can implement the matching between modic forms and the Type3 forms. So there was a lot of work and I had a lot of help there from Jurian Jansen, especially from him. He developed the first version of the modic plugin for Type3, and then we have help from Nicole Cordes. She takes care about the OAuth mechanism that it works. There were some bugs in the OAuth plugin that is used, or the OAuth library that is used by Mautic. And last but not least, we had a lot of help from Helmut, which implements the basic stuff and all that is regarded to the targeting of persons and matching from Mautic segments to. We call it in Type3 personas. Yeah, but it's good to do that as a team, and I appreciate all the work. So props to everybody who assisted there. That's what I said in the beginning. It's open source. That's what I like. Yeah, true. And also, it has to be said that that was your biggest Mautic project by then. So it was a combination of general learning on the Mautic 3 side and actual implementation. And also figuring out solutions on the Type3 side as opposed to the Mautic side. Yeah, cool. And for those who want to take a closer look, I take it we still have a two-layer approach here because we have that general marketing automation layer with personas, etc. And the idea to be able to hook in multiple or different automation systems there into Type3, and Mautic is the one implementation that we have, and frankly the only one we really care about. But if somebody comes along with some other automation system, then from the Type3 side it's perfectly possible to plug that in as well. So what you really need is two extensions in Type3 which are depending on each other. One is called Marketing Automation and one is called Mautic, and they are both available in the Type3 repository. Is that right? Yeah, they are. Okay. And what you find in the Mautic marketplace is only the Mautic extension. So it's the second layer. The second layer. Okay, so got it. The special stuff for Mautic. Yeah. So if you want to install the full thing on the Type3 side, all you have to do is use the Type3 extension repository, and the Mautic Marketplace is just a reference. You don't have to install anything in Mautic. That's it. Okay, cool. Good stuff. I think it's pretty obvious that it's really powerful. I've seen multiple, I would say many, but I've seen more than a handful of projects who did really fantastic stuff with this technology. Also, I can say that it makes users really happy, especially in corporations where you have multiple editors, not just one power user, but multiple real-life users who have to use the systems. So that's a good thing. And I also think it's fantastic to have the visibility in other systems. It really helps Mautic to reach out for new communities, new users, new customers, and to spread the word, basically, right? Yeah. Okay. Did you, by the way, look at other integrations when you started, or did you learn anything from existing integrations like WordPress or so? That's a good question. I would say no. I don't take a look at other integrations. Just like I said before, I take a look at the API and the documentation of the API, and I know what Type3 can do and how editors use Type3, and so I started to implement these things by using the API, not taking a look at any other integration. Yeah, I know. When we started this whole project, there was a pre-existing code by Jurian, which was basically wrapping the
the standard Mautic stuff into a Type 3 plugin. And we sat down with the intention to do much better than that. Yeah. And at that point, at our idea finding workshop, we did take a very brief look at other systems, but didn't find anything that we like. So that was really the point where we said, okay, let's break some ground here and invent stuff. Maybe the other way around would work to help others learn from us. I don't know if any requests that we ever received. There are no. Which is too bad. We're happy to help, and I would love to help other CMSs get better as well and to get better integrated into Mautic. So maybe that's one thing that the Mautic project should also organize, to have some cross interaction between these CMSs. Yeah. Maybe there are other ideas what could be done to help people get better. I don't know. Can you think of anything? No. Yeah. Well, it's an open invitation. If anyone out there is listening, if you are considering doing something like that, or if you're looking for a corporation to get something done in the different CMS, please do contact us, and yeah. We're certainly we're open. Happy to help. Yeah, like always. Yeah. Okay. Any other tips or wishes that you would like to talk about for the Mautic team? My first wish is Mautic 3. Well, yeah. Yeah. Maybe, who knows? Maybe it's here before we air this episode. Oh, okay. Maybe not. Maybe not. Okay. Maybe. Okay. Maybe. No kidding. But that's the next big thing, I guess, for us, because we want to take care about the compatibility for the Type 3 extension to Mautic 3 when Mautic 3 is on the market. So that's the next big thing for us. But what I have on my wish list is a much more powerful API. For example, some API methods or calls to modify user segments on the fly, or maybe to trigger campaign steps for users, like the console already do that, or do that. Mm. Yeah, that's something that I would love to see, because the world is changing, and marketing automation is much more interactive now. It's not so much focused on email marketing anymore. And if we want to react on the fly to what people are doing on the website, we need to get away from just relying on the cron job and waiting 5 minutes before we can do anything on the website. So the idea here is to look at certain signals and then turn that into things that we trigger via the API. And that is, at this point, not possible because at least there's no clean way to do it. Yeah, there is no. Yeah, yeah. But yeah, that's the next thing. Mautic is open source, so I can implement that if I want to. Yeah, I was with but, so but, many but ideas. You know the problem with the time. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Okay. Yeah, but plus one from my side. And obviously, more integrations, better integrations with other CMSs, but also with all other systems can always help. The Mautic project should actively reach out to whoever we can and help them integrating with Mautic and integrating really fantastic with Mautic, because we are open source. If the other side is open source as well, even better. Even better, yeah. Yeah. And we should absolutely encourage that and support that. Yeah. Good. Anything else? Not from my side. And then where can people find you online? Yeah, people can find me on GitHub or on Twitter. It's Flossels. I guess Eki will link that on the show notes, maybe. Maybe, yeah. Maybe, and I get some more followers there or not. Or so some issue reporters GitHub, maybe. Oh, no. What issues? Forget that. Okay, good. Well, thanks for your time. Yeah. Thanks for the insights. Thank you, Eckhart. Yeah, I talk to you tomorrow. Okay.
Bye-bye. Ja, Mensch, toll. Das war super interessant. Ich kenne ja dieses Plugin für Typo 3 zu Mautic ziemlich gut. Ich habe ja letztes Jahr in Venlo dazu einen Talk gehalten auf dem Typo 3 Camp aus, ja, vor allen Dingen der Typo 3 Sicht. Und das Ding ist einfach super, definitiv. Ja, und wird auch tatsächlich immer besser. Das, was Florian angekündigt hat, diese Asset Integration in das CMS. Also ich kann im CMS Assets hochladen, die sind direkt ein Mautic Asset und so weiter. Und ich kann sie auch direkt auswählen mit Typo 3 Mitteln. Ist halt auch schon richtig cool. Das ist im Gott, schieß mich tot Branch. ich und Gib. ist tatsächlich auch schon da und funktioniert auch schon. Ist noch nicht im Mainstream, aber kommt, glaube ich, in den nächsten Wochen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, genau. Danke, Florian. Kommen wir zum Thema, was ist noch so los in der Community? Ich habe eine kleine Neuerfindung, die wir so haben. Und zwar wollen wir in dieser Zeit, wo viele Leute irgendwie remote arbeiten, noch ein kleines Plätzchen schaffen, wo Leute sich treffen können. Und deswegen vielleicht ein, zwei, dreimal pro Woche einen kleinen Slot haben, wo einfach ein fixer Videokanal offen ist und Leute können da reingehen und Hallo sagen. Bisschen plaudern, vielleicht auch fachliche Sachen diskutieren. Es soll jetzt kein großer Support-Kanal werden, aber man kann natürlich auch mal tatsächlich eine kleine Frage da loswerden. Trifft vielleicht sehr relevante Entwickler oder wen auch immer. Ansonsten kann man einfach ein bisschen enger zusammenrücken oder eng zusammenbleiben, selbst wenn Leute irgendwo im Homeoffice sitzen. Also dieses Mautic Café oder Mautic Cafeteria ist brandneu, wird nach dem Sprint erst starten. Und Link aber trotzdem schon mal in den Shownotes. Super. Tja. Ja, ich finde es ganz cool. Ich freue mich total drauf. Und ja, dann gibt es natürlich unsere Mauticon noch. Es gibt ein paar andere Mautic-Events. Die normalen Online-Events gehen weiter. Alles andere ist ein bisschen Spekulation. Die Mauticon war ja vorgesehen als In-Person-Event für September in Boston. Aus meiner Sicht ist das nicht nur sehr fragwürdig, sondern komplett unrealistisch. Okay. Ich persönlich gehe davon aus, es wird dann doch eine rein virtuelle Mauticon sein. Der Beschluss ist noch nicht gefasst. Vielleicht fällt er auch auf dem Sprint. Es gibt immer noch die Idee, das eventuell so hybrid zu machen, also sowohl virtuell als auch in-person. Das hat erstens Probleme per se, weil dann die Remote-Teilnehmer immer so ein bisschen Second-Class-Citizens sind, also Teilnehmer der zweiten Klasse. Und ich glaube einfach nicht, dass viele Leute im September schon wieder total Lust haben, weit zu reisen. Mhm. Selbst wenn es dann wieder offen ist, dann werden Leute vielleicht gerne nochmal in Urlaub fahren schnell, aber nicht unbedingt schon wieder zu Konferenzen fahren. Also, ja, hold the line. Beim nächsten Mauticast gibt es vielleicht Neuigkeiten dazu, aber ich würde mal davon ausgehen, es wird virtuell sein und ganz offen, dann ist auch das Datum wieder ein bisschen offen. Denn dieses Thema mit dem Thanksgiving in den USA oder besser gesagt die Woche vor Thanksgiving das zu machen, das wäre natürlich virtuell gar kein Problem. Ja. Deswegen, ja, es schiebt sich möglicherweise alles ein bisschen. Wir werden berichten. Ja, genau. Thomas, du hast ja Tickets versprochen letztes Mal. Ja, habe ich. Oh Gott. Nee, das nicht. Jedes Mal der gleiche Witz. Oh, Mann. Okay. Ja. Gut, ich glaube, wir sind durch für heute. Ich hätte nichts mehr. Ja, super. Keine famous last words? Nein. Gut, dann freuen wir uns wie immer über Feedback aller Art. Freuen uns sehr auf das, was kommt in den nächsten Wochen. Halten euch auf dem Laufenden über Twitter und den üblichen Kanälen und freuen uns auf selbigen über Bewertungen. Sternchen, Daumen hoch, whatever. Genau. Und ganz, ganz wichtig, empfehlt uns wirklich weiter. Die Leute wissen gar nicht, dass es diesen Mauticast gibt. Immer schön jede Woche einen Tipp geben, das bringt uns schon weiter. Definitiv. Genau. Gut, für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss, bis zum nächsten Mal.